Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich möchte jetzt nicht wie andere Redner vor mir, und ich weiß, das kann man machen, ist eine Art, eine Rede zu beginnen, hier über die verfaulten Rosinen in den anderen Reden reden. Ich glaube, wir sind hier nicht bei einer Steinigung bei Monty Python, sondern wir reden über einen Haushalt, und deswegen möchte ich mich vor allen Dingen auch an diesem Haushaltsentwurf der Landesregierung übrigens und nicht der Regierungskoalition, aber das wissen Sie, glaube ich, selber, Herr Kollege, abarbeiten. Auch ich möchte mein finales Statement an den Anfang stellen. Der Haushalt 2016, der ist ein Haushalt der verpassten Chancen, und er ist rückwärtsgewandt, er ist die in Totholz gefasste Verwaltung des reinen Notstandes. Was wir bräuchten, ist Investition, Innovation, Integration. Aber es fehlt der Landesregierung mit diesem Haushalt am politischen Gestaltungswillen. Das spiegelt dieser Haushaltsentwurf in dieser grassierenden Konzept- und Ideenlosigkeit wider. Sie schaffen es einfach nicht, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen für die fundamentalen Umwälzungen der digitalen Revolution. Ihr Haushaltsentwurf ist gekennzeichnet durch mangelnde Zukunftsorientierung. Die Landesregierung rennt nur aktuellen Entwicklungen hinterher, anstatt die Zukunft durch entsprechende Schwerpunktsetzung zu gestalten. Ein klarer Ausdruck dessen ist die Investitionsquote. Investitionsquote von nur rund 9% in diesem Haushalt, oder anders ausgedrückt, nur rund 6 Milliarden Euro werden bei einem Gesamtvolumen von rund 70 Milliarden Euro für in die Zukunft gerichtete Investitionen getätigt. 91% aller im Haushalt 2016 geplanten Ausgaben sind rückwärtsgewandt. Und dabei wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen Haushalt vorzustellen, der auf die Zukunft gerichtet ist, und zwar einen Haushalt der Investitionen und Innovation. Unser Land braucht mehr Investitionen, vor allen Dingen in die digitale Infrastruktur und verstärkt, noch verstärkter Ausgaben im Bildungssektor. Wir haben historisch niedrige Zinsen, und es wäre quasi zum Nulltarif finanzierbar, beziehungsweise zusätzliche Staatsausgaben würden sogar wirken wie ein Konjunkturprogramm, und das wiederum würde die staatlichen Einnahmen positiv beeinflussen. Generationengerechtigkeit wird nicht nur durch staatliche Verschuldung beeinträchtigt. Besonders ungerecht ist es, wenn man nicht in die Zukunft investiert und diese wichtigen Investitionen einfach unterlässt. Diese Landesregierung macht sich der Unterlassung gegenüber kommenden Generationen schuldig. Die etablierte ökonomische, politische und soziale Struktur ist inkompatibel mit dem Stand der Technologie und den daraus resultierenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen. Die fortschreitende Digitalisierung, die führt unter den jetzigen Bedingungen zu einer Verlagerung von Arbeit zu Kapital. Ob Roboter oder Algorithmen, immer mehr Arbeitsplätze werden durch die Digitalisierung automatisiert. Aber weite Teile der sozialen Sicherungssysteme sind auf dem Stand der Jahre der 1970er Jahre. Abzusehen ist doch heute schon, dass in der Phase des Übergangs in die durchdigitalisierte Lebenswirklichkeit mindestens ein Drittel aller herkömmlichen Arbeitsplätze, wie wir sie heute kennen, wegfallen werden. Und das betrifft nicht nur Beschäftigungsverhältnisse mit simplen Tätigkeiten, sondern auch Arbeitsplätze von höher und vermeintlich hochqualifizierten Menschen. Aktuell ist die öffentliche Hand überhaupt nicht vorbereitet auf die technologischen Umwälzungen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur in Nordrhein-Westfalen, in der Bundesrepublik und in der ganzen Welt. Mit dem Einzug der künstlichen Intelligenz in alle Lebensbereiche werden in den nächsten Jahren sämtliche Strukturen der sozialen Sicherungssysteme infrage gestellt. Die Besteuerung des Faktors Arbeit alleine reicht nicht mehr aus, um die benötigten Mittel aufzubringen, eine lebenswerte Welt mit sozialer Teilhabe bis ins hohe Alter zu gewährleisten. Und dabei könnten die notwendigen Steuermittel durchaus generiert werden, nämlich dann, wenn wir wieder zum Prinzip der Einheitlichkeit der Besteuerung zurückkehren. Insbesondere die Rücknahme jeglicher Privilegien
bei der Besteuerung von Kapitalerträgen und die Bekämpfung der Ausnutzung von Steuervermeidungsstrategien, die den Staat in den Ruin treiben, sind da zu nennen. Und außerdem müssen wir der steigenden Bedeutung von immateriellen Gütern wie Software, wie digitalen Dienstleistungen im Steuer- und im Sozialsystem Rechnung tragen. Das wäre ein erster Schritt hin zu einer auskömmlichen Finanzierung der öffentlichen Hand über die Abschöpfung einer Digitalisierungsdividende. Wir brauchen eine Antwort auf diese Entwicklung, bevor unsere Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, auseinanderbricht. Auf der einen Seite steht die immer weiter aufgehende Schere bei den Einkommen. Auf der anderen Seite aber wird es in Zukunft darum gehen, wie wir die enormen Effizienzsteigerungen aufgrund der Digitalisierung von Arbeit sinnvoll einsetzen, und zwar zum Wohle aller in dieser Gesellschaft. Wir wollen diese Digitalisierungsdividende nutzen, um ein sozial gerechtes, bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Nur wenn wir entsprechend reagieren auf den Wandel, dann wird Nordrhein-Westfalen mittel- bis langfristig für die Menschen lebenswert bleiben. Der Haushalt der Zukunft muss seinen Fokus auf Investitionen, Innovation und Integration legen. Reden wir über Investitionen. Wir haben vorhin schon darüber geredet, aber Sie wissen, das ist eins unserer Hauptthemen. Und ich muss es nochmal ausführen, denn schnelles Internet ist kein Luxus heutzutage. Es ist die Grundlage für eine moderne, für eine vernetzte Informations- und Wissensgesellschaft. Die Datenmengen steigen jedes Jahr exponentiell. Und nur mit einem Highspeed-Zugang zum Internet können sich Unternehmen in dieser rasant wachsenden Wirtschaftswelt überhaupt behaupten. Nur mit schnellem Internet können Arbeitnehmer und Selbstständige von zu Hause aus an komplexen Produkten mitarbeiten. Ein schnelles und ein freies Internet ist einfach die Basis für viele unserer heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse. Oder kurz gesagt, das digitale Zeitalter ist voller Chancen, ist voller Möglichkeiten. Diese müssen wir nutzen. Die Glasfaser-Rebellion gegen das Vectoring-Imperium hat doch bereits begonnen. Es gibt nur ein Problem. Wir brauchen dafür eine neue digitale Infrastruktur. Und in der Erde liegen derzeit noch die alten Kupferkabel. Das ist eine Technologie aus dem 20. Jahrhundert. Wir müssen diese ersetzen durch moderne Glasfaserleitungen, auch wenn Sie es langsam nicht mehr hören wollen. Aber wenn wir das zügig und flächendeckend machen, dann wird Nordrhein-Westfalen zur digitalen Spitze gehören. Machen wir das nicht, werden wir abgehängt. So einfach ist das Einmaleins der digitalen Infrastruktur. Wer meinen Vorrednern zugehört hat, der weiß, und wer die Stellungnahmen der Landesregierung kennt, der weiß, dass hinter all dieser 4.0-Rhetorik nichts anderes steht als das Eingeständnis eines großen Scheiterns. Sie wollen noch jahrelang auf Vectoring setzen, auf eine alte Kupfertechnologie. Ich nenne das einen breitbandpolitischen Offenbarungseid. Und deswegen, weil sich niemand darum kümmert, leben wir in einer Glasfaserwüste Nordrhein-Westfalen. Die einzige Ausnahme, die Sie machen, das sind Gewerbegebiete. Und da zeigt sich doch, wie strukturkonservativ Sie sind. Glauben Sie denn wirklich, dass das größte Potenzial der Wertschöpfung im digitalen Zeitalter in irgendwelchen altbackenen Gewerbegebieten liegt? Wer es wirklich ernst meint mit neuer Gründerkultur, wer es ernst meint mit der Förderung von kreativen Start-ups und wer die Mehrzahl der Handwerksunternehmen, der Dienstleistungsunternehmen mitnehmen will ins digitale Zeitalter, der muss Glasfaser flächendeckend ausbauen. Und wir lassen uns auch nicht von der vermeintlichen Alternativlosigkeit der Landesregierung blenden. Eine bessere Infrastrukturpolitik ist machbar. Und wenn ich zu den Zahlen komme, die aktuelle MIKUS-Studie hat ausgerechnet, wir brauchen für ein flächendeckendes Glasfasernetz in Nordrhein-Westfalen 8,6 Milliarden Euro. In Wirklichkeit sind das weniger. 7% Ausbaustand haben wir schon, das wurde nicht eingerechnet, aber wir wollen mal nicht kleinlich sein. 8,6 Milliarden Euro. Diese Zahl, die scheint doch nur auf den ersten Blick groß, denn die neue Technologie, die hält doch 20 Jahre oder länger. Und wenn ich das umrechne auf diesen Zeitraum, dann sind das Investitionen von 2 Euro pro Monat pro Bürger. Und Sie sagen, das können wir uns nicht leisten. Das ist doch nicht alternativlos.
Wenn private Unternehmen Glasfaser ausbauen, okay. Aber wenn nicht, dann versetzt unser Antrag auf 860 Millionen Euro pro Jahr die Kommunen in die Lage, flächendeckend Glasfaser selbst auszubauen und sie dann an die Telekommunikationsunternehmen zurückzuvermieten. Das Geld ist also nicht mal weg, es kommt in Form von Pachtgebühren wieder rein. Und das nennen wir eine sinnvolle Zukunftsinvestition. Aber noch schlimmer als die Tatenlosigkeit in diesem Bereich ist, an der Vectoring-Technologie festzuhalten. Vectoring, und ich wiederhole das gerne immer und immer wieder, das ist eine Technologie, die funktioniert nur, wenn man den Wettbewerb ausschaltet. Wir denken, dass die Zeit des Post- und des Telefonmonopols vorbei ist, aber Sie bescheren der Telekom hier ein Weihnachtsgeschenk. Und neben dieser Monopolbildung untergräbt das Vectoring auch noch die wirtschaftliche Tragfähigkeit von all den Initiativen, die sich selbst vor Ort darum kümmern, dass ein Glasfasernetz aufgebaut wird. Wir Piraten, wir setzen auf dezentrale Gigabitnetze aus Glasfaser, mit Glasfaser, und zwar kommunal und in Bürgerhand. Mit uns ist eine Remonopolisierung der Netze einfach nicht zu machen. Aber die digitale Revolution, die dreht sich nicht nur um die technologische Entwicklung, sondern es dreht sich dabei auch um eine gesellschaftliche Entwicklung. Und deshalb ist es nicht damit getan, dass wir Glasfaser in jedes Haus legen. Auch gesellschaftliche Prozesse brauchen Unterstützung. Und wir müssen diese bewusst und planvoll begleiten, sodass alle Menschen davon profitieren können. Und als allererstes, und das wurde auch vorhin schon angesprochen, ist die Bildung zu nennen. In der Bildung müssen wir heute Antworten finden für das Leben im Morgen. Es ist absehbar, dass wir noch viel mehr Wert auf Bildung legen müssen. In der Arbeitswelt ist die Automatisierung das Thema der digitalen Revolution. Routinetätigkeiten, ich habe es gerade schon mal gesagt, werden mehr und mehr von Maschinen erledigt. Für Menschen bleiben nur noch die anspruchsvollen Aufgaben. Und deshalb sind selbstständiges Handeln, sind Kreativität, Innovationskraft gefragt. Und zwar mehr denn je. Und deshalb muss die Schulbildung in diesen Bereichen besser werden. Wir müssen alles tun, um den Bildungserfolg der benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu fördern. Wir müssen früh ansetzen, weshalb wir die Bedingungen an den Grundschulen in den Blick nehmen müssen und mehr Ganztagsangebote brauchen. Die digitale Revolution stellt die Frage nach dem Leben neu. Was sollte gelernt werden? Was sollte gelernt werden und wie soll gelernt werden? Die Landesregierung geht diesen Fragen jetzt ein bisschen nach. Wir sind gespannt, was für Antworten Sie bekommen mit Ihrem Beteiligungsverfahren Bildung 4.0 und welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Aber wir möchten Ihnen heute schon einen kurzen Eindruck vermitteln, was wir Piraten in diesem Zusammenhang als notwendig annehmen, nämlich die Medienbildung, die informatische Grundbildung und das digitale Lernen. Medienbildung gewährleistet den kompetenten Umgang mit der allgegenwärtigen vernetzten Kommunikation. Mittlerweile sollte das eigentlich auch allgemein anerkannt sein. Daraus müssen wir aber auch die Konsequenzen ziehen. Wir müssen verbindliche Angebote in der Medienbildung und zwar in allen Schulformen etablieren. Dabei ist die Ausbildung von Medienkompetenz nur ein Ziel, aber nicht das einzige. Denn wir müssen auch die Menschen dazu anregen, darüber nachzudenken, wie sie Medien nutzen und was für Konsequenzen sich daraus ergeben. Für eine souveräne Nutzung der neuen Medien ist das nicht ausreichend, denn wir müssen dazu on top noch Wege finden, um eine informatische Grundbildung zu entwickeln. Ohne Kenntnisse der technischen Grundlagen kann man nur wischen und chatten und klicken und shoppen. Aber es geht darum, dass wir junge Menschen in die Lage versetzen, selber kreativ zu werden, selber Angebote zu entwickeln und ihnen die Chance geben, zu Gestaltern der digitalen Zukunft zu werden, statt konsumgeile Facebook-Opfer zu bleiben. Und auch das Lernen selbst müssen wir dafür weiterentwickeln. Es geht darum, dass digitale Medien sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. Wenn die Schule von Kindern und Jugendlichen mehr und mehr als Paralleluniversum empfunden wird, dann ist das wenig hilflos. Wenn diese Kluft zwischen Schule und Lebenswelt der Kinder zu groß ist, ist das wenig hilfreich.
Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die neuen Medien als ihre Arbeitsgeräte kennenlernen und ihren Gebrauch praktisch einüben. Wir müssen dafür an Schulen investieren. Die Schulträger, meistens die Kommunen, brauchen zuverlässige Rahmenbedingungen, um diese Investitionen endlich anzugehen. Außerdem müssen wir reden über Open-Source-Software, über offene Formate, über den Einsatz von Lernmaterialien unter freier Lizenz, denn die sind für das digitale Lernen nun mal besonders geeignet. Wir sind davon überzeugt, dass wir zu frei lizenzierten Lernmitteln wechseln sollten, Open Educational Resources, und dass die gewaltigen Summen, die Schulträger und Eltern im Moment in Schulbücher stecken und sie dafür aufbringen müssen, anderweitig einfach besser eingesetzt werden können. Die Vorteile von OER sind besonders im Bereich der Integration sehr offenkundig. Wir haben einfach keine Zeit mehr, jetzt darauf zu warten, dass irgendwelche Sprachschulbücher entwickelt werden, wenn die offenen Lernmittel in diesem Bereich schon vorhanden sind. Die Flüchtlinge sind jetzt da und wir brauchen die Lernmittel jetzt und hier und heute. Und wo ich über die Ausgaben von Flüchtlingen und Integration rede, heute werden für 2016 Ausgaben von 4 Milliarden Euro für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge verabschiedet. Heute beschließen und im nächsten Jahr finanzieren wir dann Maßnahmen wie zum Beispiel ein Städtebau-Sonderprogramm. Wir erhöhen die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und wir fördern medizinische, soziale und rechtliche Betreuung von Schutzsuchenden in Nordrhein-Westfalen. Das ist gut, aber das ist auch schon lange überfällig. Und wir Piraten, wir sind sicher, diese Summe wäre niemals so hoch ausgefallen, wenn Sie sich früher um die Flüchtlingssituation gekümmert hätten. Sie könnten hier eine Fehlerkultur vorleben. Aber die geht dem Innenministerium und der Bezirksregierung in Arnsberg leider ab. Sie könnten hier die Wahrheit sagen. Die Kosten sind doch in dieser Höhe entstanden, weil wir uns jahrelang nicht um die Flüchtlingsaufnahme gekümmert haben. Und diese Versäumnisse, die müssen wir jetzt aufholen. Es ist doch ganz einfach. Wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es tausendmal schwieriger, es wieder rauszuholen. Und außerdem ist das Kind dann meistens tot. Aber tote Kinder, das kennen wir ja aus dem Mittelmeer. Eine vorausschauende Politik und eine Planung im Bereich der Flüchtlingsaufnahme. Trotz all unserer Warnungen und trotz aller Hinweise auf die Experten hat es bisher nicht gegeben. Und deshalb handelt es sich bei dem Haushalt für das Jahr 2016 um einen Haushalt der Versäumnisse. Die Kosten der Amtshilfenersuche, der Um- und Ausbau der Unterkünfte, die Leihgebühren für Zelte, Container, Hotels, Hostels und so weiter, die Kosten der Krisenstäbe, der Sitzung, der Beratung, das alles fällt ungefähr doppelt so hoch aus wie eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme, die wir 2012 gefordert haben. Sie erzählen uns hier seit Jahren, dass Sie froh sind, dass die Obdachlosigkeit bei den Flüchtlingen vermieden werden kann. Aber was ist das denn für eine Zukunftsvision? Wo sind denn die Konzepte? Wo sind denn die Neubauten? Wo ist der versprochene Paradigmenwechsel? Ein paar warme Worte, ein paar unverbindliche Versprechungen aus Ihrem Eckpunktepapier zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, das reicht doch einfach alles nicht mehr. Wir können und wir wollen nicht mehr warten und wir brauchen auch keine schönen Worte mehr. Die Landesregierung kolportiert in der Presse, dass sie in NRW keine Zelte betreiben würde. Aber Entschuldigung, das ist dreist und einfach lächerlich. Nennen Sie Zirkuszelte jetzt auch Zirkusleichtbauhallen? Es geht doch bei der Flüchtlingspolitik nicht darum, bei der Unterbringung nicht darum, bei den Zelten nicht darum, ob die Dinger einen Sturm aushalten, sondern es geht darum, dass das Leben außerhalb der Feldbetten im Freien stattfindet, dass man in diesen Zelten nichts hat außer ein Bett und ein Spind, dass es keine Privatsphäre gibt, dass Hygiene in Containern stattfindet, dass Schutzsuchende zum Beispiel in Köln-Korweiler in der Zeltstadt diesen Zustand nicht nur ein paar Tage ertragen müssen, sondern teilweise wochenlang, obwohl immer ein anderes Ziel propagiert wird. Und wenn die Menschen dann an die Kommune weitergeleitet werden, landen sie in der nächsten Zeltstadt, wieder in Zelten oder in Turnhallen, unter gleichen Bedingungen. Die Kommunen bekommen auch keinerlei Angaben, was denn die besonderen Bedürfnisse der Flüchtenden sind. Jedes einzelnen Flüchtenden, aber es sind zum Teil Kranke dabei,
Traumatisierte, Vergewaltigungsopfer, die sie da in Massenunterkünfte stecken. Viele von denen sind unter 18. Was ist eigentlich mit den Kinderrechten? Gelten die in Nordrhein-Westfalen nicht mehr? Meine Damen und Herren, deshalb, nicht über Standards in Unterkünften zu sprechen, kann keine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen sein. Nur mit Standards schaffen wir es auf Dauer, die Kosten zu senken, die Menschen human aufzunehmen und die Menschen zu integrieren. Nur mit Standards verhindern wir, dass Folgekosten entstehen, weil die Unterbringung in Massenunterkünften krank macht. Aber statt für Standards zu sorgen, werden die Kommunen auch zukünftig nicht mehr verpflichtet, die jetzt auskömmlichen 10.000 Euro pro Flüchtling und Jahr, die es ja im nächsten Jahr geben wird, in eine menschenwürdige Unterbringung zu stecken. Als Argument führen sie immer wieder Konnexität an. Wer bestellt, muss bezahlen. Aber ich kann das Sprichwort langsam nicht mehr hören. Es fehlt ihnen der Wille für einen echten Paradigmenwechsel. Die Mittel im Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Sozialbetreuung in Kommunen, die sind gesenkt worden, nämlich 3,8 statt 4,5%. Und ich sehe nur einen Lichtblick. Mehr als ein Jahr nach der Schande von Burbach bekommt der Flüchtlingsrat jetzt endlich mehr Geld. Seit Burbach ist der Flüchtlingsrat neben anderen Initiativen aus gutem Grund Dauergast im Innenministerium. Und allein der Mehraufwand, der dadurch entstanden ist, zeigt, diese Erhöhung kommt mindestens ein Jahr zu spät. Die Flüchtlingszahlen steigen seit Jahren, aber die Gelder für Beratung und Unterstützung stagnieren. Und dabei ist die Arbeit der Initiativen unschätzbar wertvoll und auch von meiner Stelle, an dieser Stelle, nochmal ein Dankeschön dafür, dass Sie, dass die Initiativen, dass die Ehrenamtler, dass die Freiwilligen sich den Bedürfnissen der Schutzsuchenden annehmen. Ein zweiter Lichtblick ist mir aufgefallen. Es scheint so, dass jetzt das nach Burbach versprochene überregionale Beschwerdemanagement endlich kommt. Dem Haushalt werden endlich die Versprechungen umgesetzt, die nach der Schande von Burbach, Bad Berleburg, Essen und Co. ausgesprochen wurden. Wo allerdings das Beschwerdemanagement genau im Haushalt etatisiert ist, wie konkret es ausgestaltet werden soll, das steht leider nirgendwo. Ich kann nur hoffen, dass der Flüchtlingsrat von seinen jetzt gestiegenen Mitteln das nicht auch noch mitfinanzieren muss. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag in den Haushaltsberatungen eingebracht, der sichergestellt hätte, dass ein überregionales Beschwerdemanagement auch diejenigen Mittel bekommt, die es für diese wichtige Aufnahme braucht. Das Beschwerdemanagement sollte insbesondere strukturelle Mängel in Unterkünften identifizieren und für nachhaltige Besserungen sorgen. Und gut mit Personal ausgestattet, könnte dann sogar dieses Beschwerdemanagement Ansprechpartner für Helferinnen und Helfer sein. Was Ihnen, liebe Landesregierung, anscheinend endlich klar geworden ist, wir brauchen mehr Vernetzung. Wir brauchen mehr Vernetzung. Erfahrungswissen, Best-Practice-Beispiele aus den Kommunen, die sollten an zentraler Stelle gesammelt und die sollten ausgetauscht werden, zum Beispiel durch ein moderiertes Flüchtlingsforum. Dort könnten dann Fragen professionell beantwortet und Aktiven in ganz Nordrhein-Westfalen der Austausch ermöglicht werden. Und auch wird es Zeit, dass die Landesregierung endlich einen Leitfaden oder eine Handlungsempfehlung für die humane Unterbringung in Flüchtlingsunterkünften in den Kommunen herausgibt. Es wird Zeit, dass diese Eckpunkte auch in den eigenen Aufnahmen umgesetzt werden, aber gerade auch an die Kommunen weitergeleitet werden. Und es wird Zeit, dass Kommunen, die humane Konzepte der Flüchtlingsunterbringung verfolgen, belohnt werden, statt diesen dieselbe Zuwendung zukommen zu lassen wie den Kommunen, die sich durch ihre Form der Unterbringung eher Schimmelpreise verdient haben. Leider haben Sie alle Haushaltsänderungsanträge, die eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme fordern und fördern würden, abgelehnt. Stattdessen erhöhen Sie einfach den Titel für Rückführung auf insgesamt 17,9 Millionen Euro. Ich habe für Sie eine Zahl. Wussten Sie, dass die Lebenserwartung von Roma in den Westbalkanländern bei 39,02 Jahren liegt? Ich behaupte, Sie nehmen hier sehenden Auges Menschenrechtsverletzungen, wenn nicht sogar noch mehr in Kauf. Und nächstes Jahr planen Sie dann Massenabschiebungen. Dennoch speisen Sie den Posten Abschiebebeobachtung mit 30.000 Euro fürs ganze Jahr ab. Dabei bräuchten wir mehr denn je die Kontrolle von Abschiebungen. Meine Damen und Herren von den Grünen, wo finde ich denn da Spuren von grüner Flüchtlingspolitik im Haushalt?
Ich gebe zu, die Frage kann man rhetorisch verstehen. Ich persönlich sehe keine grüne Flüchtlingspolitik mehr in Nordrhein-Westfalen und das seit Jahren. Und wenn ich mir die Aussage Ihrer flüchtlingspolitischen Sprecherin im Bund heute anhöre, dann sehe ich überhaupt keine grüne Flüchtlingspolitik mehr. Jetzt stimmen Sie sogar Hotspots zu. Für mich ist das Verrat an Ihren eigenen Werten. Flüchtlinge in NRW waren schon immer schlecht untergebracht und teilweise durften sie laut Gesetz nicht integriert werden. Sie sollten laut Gesetz in Massenunterkünften leben. Abschreckung statt Aufnahme. Aber das hat die Probleme nur verschärft. Die alten Flüchtlinge sind nämlich noch da. Und jetzt haben sie keinen Platz für die neuen Flüchtenden. Dass man so wenig wie möglich getan hat für die Flüchtlingsaufnahme, rächt sich dann, wenn die Flüchtlingszahlen steigen. Diskriminierende Gesetze und die Sonderbehandlung von geflüchteten Menschen haben den Umstand befördert, dass Teile der Bevölkerung Flüchtlinge, Hilfesuchende als Menschen zweiter Klasse wahrnehmen. Und flüchtlingsfeindliche Straftaten in Nordrhein-Westfalen befinden sich nicht gerade deshalb, qualitativ, nicht nur deshalb, qualitativ und quantitativ auf einem erschreckend hohen Niveau. Und auch zu diesem wichtigen Thema haben wir Vorschläge unterbreitet, die haben Sie ohne Erklärung einfach abgelehnt. Meine Damen und Herren, die Hürden bei der Integration müssen nicht abgebaut, sondern wir müssen abgebaut und nicht aufgebaut werden. An dieser Aufgabe muss auch fiskalisch gearbeitet werden, im Haushalt gearbeitet werden, gerade aufgrund der Herausforderung durch die aktuell steigenden Flüchtlingszahlen. Wir wollen Menschen, die zu uns nach Nordrhein-Westfalen geflüchtet sind, willkommen heißen. Wir wollen sie in die Lage versetzen, ihren Weg in unsere Gesellschaft zu finden. Und diese Gesellschaft, und so bekräftigen wir hier im Haus immer wieder, das soll eine freie und eine offene Gesellschaft sein. Leider spricht Ihr Handeln, spricht Ihre Politik eine andere Sprache. In der Resolution aus dem letzten Plenum nach den Anschlägen in Paris fordern Sie hier versammelt de facto den völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz in Syrien. Aber mit der Forderung nach Gewalt kommen wir nicht weiter. Wenn wir Frieden fordern, dann müssen das unsere Handlungen und unsere Forderungen auch widerspiegeln. Und dann führen Sie in dieser Resolution allen Ernstes aus, Zitat, wir fordern alle demokratischen Kräfte auf, für unsere offene und freiheitliche Gesellschaft einzustehen und mit Besonnenheit und rechtsstaatlicher Entschlossenheit zu handeln. Wie sieht Besonnenheit und rechtsstaatliche Entschlossenheit bei Ihnen aus, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD? Ihr Genosse Lischka aus dem Bund hat sich ja dahingehend besonders besonnen aus dem Fenster gelehnt. Er möchte erweiterte Überwachungsmöglichkeiten in der Terrorabwehr. Er möchte mehr Befugnisse für diesen undurchsichtigen Verfassungsschutz. Und da packe ich mir wirklich an den Kopf, erfordert Drohnenüberwachung für Terrorverdächtige. Also ich glaube, wenn es nach dem Kollegen Lischka geht, können wir die Drohnen auch direkt bewaffnen, wie in Pakistan. Und dann können die auch direkt vom Militär in Rammstein geflogen werden. Das wäre wenigstens ehrlich. Und da würden wir uns wenigstens mal so fühlen, wie die Menschen in den Ländern, aus denen geflohen wird aufgrund von Drohnenkrieg, aufgrund von Krieg und von Gewalt. Aber wir müssen gar nicht zum Innenexperten der SPD gucken, um zu sehen, wes Geisteskind manche Forderungen sind. Und Sie, werte Kollegen von den Grünen, machen da leider auch noch mit. Dieses Jahr hat Nordrhein-Westfalen dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung im Bundesrat zugestimmt. Nicht einmal enthalten hat sich Nordrhein-Westfalen. Nicht einmal enthalten haben sich die Grünen. Ich gehe davon aus, dass ich einige von Ihnen wiedersehe. Bei der Verfassungsklage, die erfolgreich enden wird, zuzutrauen wäre es Ihnen auf jeden Fall, erst zuzustimmen und dann dagegen zu klagen. Erneut erhöhen Sie auch den Etat für Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, sprich für Abfragen von Vorratsdaten, von Funkzellen für stille SMS. Sie bescheren uns damit den dauerhaften Ausnahmezustand auf Kosten unserer Grundrechte und Sie stellen die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht. Wir Piraten, wir werden nicht müde, Ihnen ans Herz zu legen, was Alternativen sind. Und deswegen haben wir eine alternative Resolution vorgelegt. Und wir haben Haushaltsänderungsanträge vorgelegt, die unsere Vision darlegen. Investieren Sie in eine Polizeiarbeit, die grundrechtsbewusst ist, die faktenbasiert ist, die verhältnismäßig ist. Denn mehr und mehr Überwachung, mehr und mehr Repression, das hilft nicht. Das hilft nicht, das wirkt nur als Brandbeschleuniger. Die Radikalisierten, die fühlen sich bestärkt in ihrer Andersartigkeit, fühlen sich als Opfer,
eines unterdrückenden, nicht rechtsstaatlich agierenden Staates. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Gelb-Magenta, wie ich gerade gehört habe, bis Grün, Sie geben den Behauptungen dieser Rattenfänger mit Ihren Forderungen auch noch recht. Erinnern wir uns. Die CDU rief mit ihrem letzten Antrag vor 2 Wochen sogar offen zum Verfassungsbruch auf. Sie haben gefordert, dass Kommunikationsinhalte überwacht werden. Oder die FDP, die jetzt nach ihrem magentafarbenen Total Makeover der CDU den Rang ablaufen will bei Law and Order. Und da möchte ich nur erinnern an die Diskussion zur Schleierfahndung oder an das Vorhaben gegen Salafisten im Innenausschuss. Herr Lindner, Sie fragen, wer möchte hier behaupten, die Sicherheitslage hätte sich seit Paris nicht verändert? Ich tue das. Und ich tue das auch ganz offen. Die Sicherheitslage verändert sich nicht nach einem Anschlag, sondern die Sicherheitslage verändert sich immer durch die Reaktion auf einen Anschlag. Meine Damen und Herren, wir Piraten fordern Sie auf, besinnen Sie sich eines Besseren. Wie fragil unsere Demokratie und wie wichtig es ist, die Freiheitsrechte hochzuhalten, sehen wir doch in Frankreich. Statt einer Erklärung zitiere ich hier lieber einen vielbeachteten Tweet, einen Beitrag bei Twitter, für diejenigen, die es nicht wissen. Zitat, liebe Politiker, schaut ihr euch Frankreich an? So schnell kann es gehen, dass eine rechtsradikale Partei Zugriff auf Vorratsdaten bekommt. Wohlgemerkt, dieser Tweet wurde nach dem ersten Wahlgang in Frankreich versendet, aber mir wird Angst und Bange, wenn ich dann gestern die Nachricht lese, dass die bayerische Landesregierung erwägt, Vorratsdaten für den dortigen Verfassungsschutz zu erheben. Nochmal, so schnell kann es gehen, dass Rechtspopulisten an die Vorratsdaten kommen. Was wir brauchen, ist eine gut ausgestattete, eine hochwertige und vor allen Dingen eine verdachtsbezogene Polizeiarbeit. Und diese müssen wir fördern. Das haben wir in unserer Resolution auch nochmal deutlich gemacht. Unabhängige Forschungsgruppen müssen analysieren, welche Schwachstellen die Sicherheitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa hat. Einige der Täter in Paris waren bereits Polizei bekannt. Und die waren auch noch in einer dieser sogenannten Terrordateien. Aber diese Dateien sind doch in der Regel leider inzwischen so überfüllt mit unbescholtenen Bürgern, die einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren, dass man die Nadel im Heuhaufen nicht mehr findet. Diese Überwachungsinstrumente und diese Datenbanken, die gilt es doch kritisch zu hinterfragen. Und dazu haben wir Anträge eingebracht. Setzen Sie eine unabhängige wissenschaftliche Forschungsgruppe darauf an, unsere Sicherheitsarchitektur zu überprüfen. Warum sind die Täter der Terroranschläge in der Regel bereits Polizei bekannt? An welcher Stelle verlieren wir sie? Wo verschwinden sie vom Radar? An welchen Stellen müssen wir mit rechtsstaatlichen Mitteln nachjustieren? Und nicht die Polizei soll sich selber prüfen. Wir brauchen unabhängige Forschung. Natürlich wollen Polizeigewerkschaften und Sicherheitslobbyisten immer mehr und noch mehr Befugnisse und Instrumente. Aber viel hilft nun mal nicht viel. Die wenigen unabhängigen Forschungsprojekte zeichnen ein enttäuschendes Bild aller dieser Maßnahmen. Herr Minister Jäger, Sie befürworten diese Praktiken auf Kosten unserer Rechte, unserer Grundrechte, auf Kosten von Haushaltsmitteln, die man an anderer Stelle zum Beispiel bei präventiver Arbeit an Schulen, in der Kultur, in schwierigen Stadtteilen wirklich besser verwenden könnte. Und zuletzt auf Kosten solider, guter Polizeiarbeit. Ich wiederhole nochmal, wir sind für eine grundrechtsbewusste, für eine faktenbasierte und verhältnismäßige Polizeiarbeit. Und wir sind nicht für undurchsichtige Geheimdienste, für Massenüberwachung und für Repressionen, die Radikalisierungstendenzen sogar noch verstärken. Und dazu brauchen wir im Übrigen auch endlich genug Ressourcen für die Landesdatenschutzbeauftragte, denn dieser fehlen Mitarbeiter, um lange liegen gebliebene Überprüfungen vorzunehmen, zum Beispiel die der angesprochenen Datenbanken. Dahingehend hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, wenn wir diese Verbunddateien wollen, und davon haben wir inzwischen einige, dann müssen wir auch ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen, dass datenschutzrechtlich überprüft werden kann. Und da hilft es nicht weiter, wenn wir 10 neue Stellen schaffen in diesem Bereich zur Umsetzung der heute beschlossenen EU-Datenschutzreform. Das sind Tropfen auf den heißen Stein und das wird die haushalterische Untätigkeit in den letzten Jahren nicht ausbügeln können. Und noch ein letztes zur Prävention. Ich habe gerade von der Prävention durch Kultur gesprochen.
Und ich möchte noch einmal darauf eingehen, warum wir mit unseren Anträgen die Verdopplung wichtiger Titel im Kulturhaushalt fordern. Wir Piraten wollen ganz deutlich machen, dass Kultur, dass Bildung, dass die Begegnung im kulturellen Möglichkeitsraum, nämlich da, wo Neues, wo Fremdes als positiv und als erfrischend betrachtet wird, dass das eine der wichtigsten präventiven Maßnahmen ist gegen Faschismus, gegen Extremismus und gegen Terror. Über Musik, über Kunst, über Kultur tauschen sich Menschen einfach schneller aus als in politischen Debatten. Und das liegt auch daran, dass im kulturellen Raum eine gewisse Unbeschwertheit herrscht, die es in der Politik einfach, und das sehen wir ja hier tagtäglich, nicht wirklich gibt. In der Kultur kann etwas mehrdeutig sein. Es muss nicht gleich weiß oder schwarz sein. Kultur und Kunst leben von den Graustufen, dem Regenbogen zwischen dem Entweder und dem Oder. Und diese Tatsache hat die Regierung in Italien verstanden. Sie will jetzt zur Terrorbekämpfung diese Tatsache einsetzen. Dort sollen jetzt eine zusätzliche 1 Milliarde Euro für Kultur und kulturelle Bildung ausgegeben werden. Und auch wenn die Ausführung dieses Konzepts, dieses italienischen Konzepts mit dem Titel Kultur gegen Terror noch nicht optimal ist, die Idee an sich ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Denn eins müssen wir feststellen, die Morde vom 13. November waren auf den kulturellen Möglichkeitsraum konzentriert. Unbeschwerte Menschen, die im Nachtleben und auf kulturellen Veranstaltungen unterwegs waren, wurden angegriffen und ermordet. Unsere demokratische, unsere vielfältige, unsere aufgeklärte Gesellschaft wurde im Kern getroffen. Und unsere Antwort muss daher sein, mehr von diesem Kern zu schaffen, damit die Unbeschwertheit und die Früchte unserer Kultur, damit sich das mehr Menschen leisten können, damit das für mehr Menschen zugänglich wird. Über Zugang, über Teilhabe sichert man Menschenleben. Leben, Lebensfreude und Lebensläufe jenseits von Taschengeldern, von ALG-II-Sätzen oder beruflichen Werdegängen. Teilhabe beugt Furcht vor. Furcht, die jetzt schon zu Wut und zu Hass geführt wird und Hass, der in Deutschland schon einmal zu unsäglichem Leid geführt hat. Dieser Hass führt weltweit akut zu so viel Leid, dass Millionen und Millionen Menschen auf der Flucht sind. Daher müssen wir jetzt zeigen, wie diese Katastrophe abgewendet werden kann, auch wenn es nur in letzter Minute geschieht. Es ist möglich. Es ist möglich, im Angesicht einer drohenden globalen Katastrophe da aufzustocken, wo Zivilisation, wo Verständigung, wo Demokratie zu Hause sind und das zu einem vergleichbar günstigen Preis. Unsere Forderungen im Kulturhaushalt sind vergleichsweise ein kleiner Posten im Gesamthaushalt. Aber diese Mittel wären wirklich gut angelegt. Wir sind es den Menschen in unserem Land schuldig, mehr präventive Maßnahmen zu ergreifen, statt nur noch mehr Geld auszugeben für Geheimdienste, Armee, Polizei, Waffen. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen jetzt unsere Lösungsansätze für diesen Haushalt zusammengefasst und skizziert. Ihrem Haushalt mangelt es an Investitionen, an Innovation, an Integration. Aber das sind die Säulen der Zukunft dieses Landes und daher wird es die Menschen in Nordrhein-Westfalen nicht verwundern, wenn wir dem Haushaltsentwurf der Landesregierung nicht zustimmen. Unsere Haushaltsänderungsanträge, unsere konstruktiven Anträge sind allesamt in herablassender Weise von Ihnen abgelehnt worden, obwohl selten zuvor in einem Haushalt einmal so viel Kapital zur Verfügung war, um endlich mal ernsthaft eine Politik der ausgestreckten Hand in Erwägung zu ziehen, die Sie immer wieder propagiert haben. Und umso entlarvender ist das destruktive Verhalten der regierungstragenden Fraktionen in den Haushaltsberatungen gewesen. Danke für nichts. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Zuschauer auf der Tribüne zu Hause, kein einziges Wort zu unseren Vorschlägen. Ich habe sehr genau zugehört. Kein einziges Wort. Und uns dann vorzuwerfen, beziehungsweise der Opposition, zu der wir übrigens auch gehören, auch wenn ich zugebe, bei Umfragen, bei 2% sind wir vielleicht für Ihre
Berechnung irrelevant, aber wir haben Vorschläge gemacht und uns hier vorzuwerfen, wir hätten keine gemacht, kein einziges Wort zu unseren Vorschlägen, das passt dazu, dass sogar die Redner zu der Haushaltsrede aus ihren Reihen nicht da waren, Herr Mostofizadeh, rausgegangen und mir hier nicht zugehört und meinen Vorschlägen nicht zugehört hat. Ich frage mich, wie man sich dann ruhigen Gewissens hier hinstellen kann und sagen kann, von der Opposition kommt nicht ein Vorschlag, den man ordentlich diskutieren kann. Denn genauso gehen Sie auch mit den Kollegen, mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU und der FDP-Fraktion um. Sie wollen unsere Vorschläge einfach nicht hören, ziehen hier Ihren Schuh durch. Und das nenne ich eine unseriöse Haushaltspolitik. Dankeschön, Herr Kollege Marsching.